Also, wir haben es geschafft. Hier haben wir nochmal ordentlich was geholt. Foltra. Na, haben wir auch noch dafür bekommen. So, jetzt gehen wir noch weiter in den Fluch rein. Dann können wir das gleich mal maxen. Hier haben wir jetzt 9 Punkte, die wir verteilen können. Speer, bla bla bla, Schwert und Schlegel. Wir wollten erstmal Schwert und Axt weitermachen. Genau, Reißschlag. Gucken wir uns den nochmal an. Yes! Okay, und den hat man, ich hatte den da runtergelevelt gehabt erst. Den hatten wir uns nämlich hier noch nicht angeguckt. Das ist die Wildheit. Habt ihr gesehen? Sehr schön. So, Heizkracher. Jetzt haben wir das auch fertig. Und dann sagen wir mal, gehen wir mal auf das da runter. Was haben wir hier? Warnhieb. Wobei halt Schwert und Prügel so eine Kombination ist. Also sowas habe ich selten in Filmen gesehen. Oder halt überhaupt, also so die Kombo, das machen wahrscheinlich nur ganz kranke Leute, ja. So, Verheerer. Auch geil. Ja, sticht man den in den Magen und dann kriegt er nochmal eins mit dem Prügel über den Kopf gezogen. Geil. So, Fressschlag oder Frässschlag. So, okay, Schild und Schwert. Was hätten wir denn jetzt nur noch? Das hätten wir 100. 100, 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 37, 0, 28. Hehe, wir sind so gut wie durch, ey. Also wir hätten hier so gut wie alles schon gelevelt. So, jetzt machen wir mal Schwert und Schild. Wie so eine edlen Ritter. Blutkreise. Machen wir das mal. Todeslied. Ui! Das ist das Todeslied. Sieht sehr cool aus. Eisenblitz. Die ähneln sich aber ziemlich, muss ich sagen. Okay. Machen wir jetzt erstmal hier weiter. Ja, Siegpunkte benutzen. Ui, da haben wir zwei. Angriff ist die beste Verteidigung und Axt und Schwert unbeschwert. Bonifatius wird nicht lange aus dem Lande sein. Verschwinden wir. Ich weiß, er wird nicht zögern, uns mit allen Mitteln seiner Macht zu jagen. Seine Männer werden hinter uns her sein wie Bluthunde auf der Jagd. Ui, das hast du aber schön ausgedrückt. Wie sollen wir denn die Prinzessin finden? Ich weiß nicht einmal, wohin wir jetzt gerade gehen. Ha, das sind sie! Ich kann schon die Belohnung riechen. Lass uns endlich gehen. Sterb! So, jetzt möchte ich aber erst einmal, wir haben uns den Dialog angehört. Jetzt gehen wir nochmal kurz ins Hauptmenü. Ich möchte noch mit euch gemeinsam das Herz holen. So, fortfahren, Solo-Kampagne. Ach, jetzt befinden wir uns schon im Kapitel 4, Kapitel 3. So, ich weiß immer noch nicht, was das hier mit den Seelen auf sich hat. So. Das Kapitol. Albtraum. Okay, dann machen wir das Kapitol nochmal kurz. Ich rush das jetzt einfach nur durch, weil wir sind jetzt Inferno-Meister. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Esteban. Ich spüre eine bedrohliche Präsenz. Was ist es denn diesmal? Mehr verfluchte Generäle? Dämonen? Vergiss meine Vorahnung. Der Haupteingang ist abgesperrt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, komm, machen wir es ganz einfach. Ich frage mich, wie viele Gegner da drinnen wohl auf uns warten. Verdammt! So. So viel zum Thema. Machen wir mal fix hier. Wenn man die falschen Tasten drückt, dann passiert sowas. Okay, go, go. Zack. Kannst du mir kurz helfen, Esteban? Nur wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ich bin sofort bei dir. Nee, da hat nichts Besseres zu tun. Unser bester Freund, Esteban. So. Wir werden euch alle zerschmettern. So, Kopf ab. Beine ab. Und. Dance! Kannst du dich bitte mal um Bein ab kümmern? Und Kopf ab. So. Man muss ja auch mal, ja, man muss ja auch mal kombinieren. Okay. Jetzt schauen wir, jetzt, ich denke mir das mal.
dass das wirklich so ist, wie ich gesagt habe. Weil wäre ich doch da die erste Treppe, die wir hochgeklettert sind, weitergelaufen, dann wäre uns gar nichts flöten gegangen. Aber nun gut, passiert. Oh ja. Durch das Wasser kommen wir nie im Leben. Unsere Rüstung wird uns nach unten ziehen. Ich kenne einen Ort, wo es mit Sicherheit kein Wasser gibt. Vorsicht, es ist eine Flammenhölle. Nee. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hölle für Dutzende von Menschen. Ich habe noch nie zuvor so viele verdammte Genau, dann sind wir jetzt hier oben und jetzt können wir... Das muss ein Massengrab gewesen sein. Diese Kreuze sammeln nicht nur Seelen. Sie erzeugen auch Gewalt. Sie bringen den Tod. Dann ist das also quasi wie ein Feld, das der Tod bestellt. Er sucht sich den passenden Ort aus, stellt sein Kreuz auf und wartet. Nach einer Weile kehrt er wieder zurück und erntet. Er erntet die Seelen. Wie schrecklich. Moment, bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Ja, ich bin falsch gelaufen. So, hier müsste ich nämlich rein. Aber dann halten wir das Seelenkreuz nämlich auch. Weiter so! Diese Tür muss halten! Ja. Sterbt, ihr Sie Hunde! Haben uns noch nicht gesehen. Vielleicht können wir uns einschleichen. Was zum? Sie sind bereits drin! Töten Sie! Nehmen wir den Direkten weg. Und jetzt noch den da. So. Die Reliquie, die Bonifatius so lange sucht, ist irgendwo hier. Ja, da ist er ja. Nase. Komm, go, go. Also gut, das soll jetzt einfach nur noch genau mal Speedrun gewesen sein hier. Ich weiß es nicht. Lass uns suchen. So, da hätten wir's. Da hätten wir's. Das Ihr hätten kämpft wir. Wie eure Mütter. Na, diese Waffe ist Geschichte. Scheiße. Ich hätte mir noch ein, zwei Waffen mitnehmen sollen, ne? Problem von einem Speedrun. Okay, dann machen wir so. Moment. Ach Kacke, kann ich den Inferno-Move jetzt noch nicht wirken? Den Entfernung jetzt schon. Wir werden euch alle verschmettern. Ja! Verdammt, meine Waffe ist kaputt. So, jetzt haben wir zumindest eine Axt. Der wir zumindest was machen können. Ja! Und. Ja! Wow, 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 wow. So mal bitte nicht, mein Freund. Ja! Okay, hier war noch eine andere Axt. Ah, nee, das braucht die nicht. Da war die andere Axt. Lass uns unsere Kräfte bündeln. Entfachen wir das Höllenfeuer. Medium ja. Ganz oder ganz durch. Yes, okay. Hätten wir. Perfekt, perfekt, perfekt. So, genau. Das war jetzt eigentlich nur das, was ich erreichen wollte. Ja, Spiel speichern. Okay. Und jetzt sagen wir einfach nochmal fortfahren, Solo-Kampagne. Tut mir leid, Freunde, sollte ich jetzt ein bisschen Groll erwirtschaftet haben. Es tut mir wirklich leid. Jetzt machen wir es aber so, jetzt gehen wir hier weiter. Mir war es bloß wichtig, dass wir das Herz nochmal geholt haben. Wird nicht lange aus dem Rennen sein. So, ihr okay. Kämpft wie eure Mütter. Jetzt gibt es mal hier die Kreuzritter, ja. Die nur nach der Belohnung trachten. Oh, da kommt sogar noch wer hier. Okay, die sind tot. Der ist hier fast tot. Jetzt ist er ganz tot. Zack und zack und zack und zack. Zack und zack und zack und zack. Und jetzt haben wir umgedreht. Zack und zack. Und jetzt geht's hier weiter. Yes! Okay, jetzt gucken wir uns hier mal die Waffen an. Oh, gelb. Oh, hier. Da haben wir einen Schlegel. Hier hatten wir noch eine Axt. Yes. Axt und Schläge. Hä, haben wir doch schon. Die Kombo, die hatten wir auch schon mal gesehen gehabt. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Jetzt ist bloß die Frage, wo müssen wir weiter?
Und wo kommen wir her? Wo ist die Sackgasse? Wo geht es auf alle Fälle nicht mehr weiter? Denn nämlich da hinten, da liegt bestimmt dann eine Truhe. Ich glaube mal, wir müssen dann da weiter. Deswegen gucke ich hier erst noch mal in Ruhe. Ja, dachte ich mir schon. Erste Seele, da drüben liegt ein Bolzen, eine Bolzenkiste. Hier liegt anscheinend eine normale Truhe. Hier hinten die Truhe, die haben wir. Okay, haben wir bloß noch einen Weg. Und der ist dort lang. Mal schön reingucken, ob hier irgendwo in den Ecken, in den Nischen irgendwas drinne liegt. So, der kann meine Lanze jetzt erstmal loslassen. Ja, genau, gib uns die Feuerunterstützung, Esteban. Der Macht des Fluches. Scheiße. Wir brauchen ein neues Schwert. Oder eine neue Waffe. Eine Zweihandwaffe wäre mir eigentlich sehr lieb. Ich glaube, dann hole ich mir gleich da einen Speer. So, da hätten wir das Schild. Hier haben wir nichts erstmal. Okay. Nee. Nee. Hier geht's nicht weiter. Okay, also müssen wir dann hier weiterlaufen. Na los, eine Tür für jeden von uns. Zu Befehl, Templer dabei. Der drückt die Tür ordentlich auf. Jetzt können wir uns ausruhen. Versteckt euch nicht dabei, ich bin euch auf den Fersen. Oh oh. Nein, noch nicht. Bonifatius versucht wohl, die Tür niederzubrennen. Komm, sie wird nicht lange halten. Okay. Gucken wir erstmal hier auf der rechten Seite, ob wir hier was finden. Autotarget? Nö. So, Lanze. Da eigentlich mit der Lanze auch mal ein bisschen finishen kann. Ja, da hätte man. Ja, aber die dauert viel zu lange mit den Moves her. Die ist zwar schön lang, aber die Moves dauern einfach. Upp, da war wieder Feuer. Hätten sie Bonifatius nicht einfach töten können. Ja, okay, dann wären wir zu dem geworden, was man verabscheut. Zu einem miesen Mörder. Nicht zum ehrenhaften Menschen. Jetzt ist schon wieder unsere Lanze dauern. So. Zack und zack und zack. Haben wir das Schwert? Ja, wir haben das Schwert, geil. So. Nochmal. Okay. Down. Oh ja, da haben wir noch eine Axt. Wir müssen da wahrscheinlich jetzt gleich dort durch diese Tür. Eine Sackgasse! Das hat uns gerade noch gefehlt.
Ach du Kacke. Wir werden bald mächtig in der Tinte stecken, Dance! Was meinst du, zu was würde uns dein Glücksstern wohl raten? Er würde sagen, dass wir die Beine in die Hand nehmen sollen. Geht aber nicht. Also sollten wir diese Tür verstärken. Ja, wie willst du die Tür verstärken? Dann muss dein Glücksstern Taten sprechen lassen. Taten etwa 50 Fuß hoch und 10 Doppelzentner schwer. Groß genug, um die Tür endgültig zu versperren. Ja, das hat mir auch... Sag, könnte mein Glücksstern eine Steinsäule schicken? Auch gerade so überlegt. Weil die brennt nicht weg, das ist der genau, Vorteil. Genau, sie wird wohl gerade umgebaut. Lass uns diese Bretter anzünden. So. Okay, dann bringen wir das Ding gleich mal zum Einsturz, aber ich möchte jetzt erstmal gucken, finden wir hier überhaupt noch ein bisschen was an Zeug?